Hallo und herzlich willkommen zur Folge 119 von Gothic 2 Escape. Wir sind noch lange nicht am Escapen, am Fliehen. Jetzt macht übrigens auch der Name Sinn. Denn die letzte Quest ist vermutlich die Sache mit dem Portal, dass wir irgendwo in der Orkstadt zünden müssen. Oder, weiß nicht, entfachen müssen. Dass ja die Götter irgendwie für uns öffnen. Denn die Götter wurden ja beschworen. Irgendwie. Und der Grundkonsens von den ganzen Leuten, die hier noch rumlümmeln im Minental, ist ja, dass man hier irgendwie rauskommt. Auch wenn wir eigentlich alles daran setzen, dass wir hier gar nicht weg müssen, sondern dass wir den Orks zurückerobern, aber da stehe ich mit dieser Meinung wohl alleine da. Ich könnte aber wetten, dass, wobei von hier aus sieht es jetzt doch wieder ein bisschen danach aus, ne? Wenn man von da kommt. Könnte es vielleicht sogar tatsächlich die Gegend gewesen sein. Ja, doch, das, was ich als kleiner Außenposten, aber ich dachte irgendwie, da wäre mehr bewaldet außenrum. Aber es sieht jetzt doch so ein bisschen danach aus, ne? Wie so ein Außenposten. Wenn man von hier kommt, ist ja auch noch der Baum hier. Ja, vielleicht war das das tatsächlich. So, lass bloß deinen Hund daheim. Ich dachte, du sollst ihn alleine daheim lassen. Wobei, der ist nur ein bisschen motzen, nur in der Entfernung. Jetzt können sie kommen. Zack, zack, zack. Na, und schon wieder sind wir dem nächsten Level ab wieder 2000 EP näher. Spätestens wenn der da noch Moose ist. Drei Schläge, vier Schläge, kein Crit. Alter Falter. Das sind Zustände. Oh, 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 oh. Hätte man hier einfach so durchgekonnt oder ist es nur eine Texturfehler? Das ist ein einseitiger Texturfehler, okay. Alles klar. Das wäre ja total lächerlich, dass man hier hätte die ganze Zeit reingehen können. Das wäre ja abstrus. Hier oben haben wir wieder eine Menge Schädel. Sehr nett. Einen Krusch-Urok. Rohes Fleisch. Wahrscheinlich ist hier noch ein Krusch-Urok auf dem Boden, das man mitnehmen kann. Genau. Neben den ganzen menschlichen Überresten. So, zweimal nach links. Wir müssen jetzt übrigens sehr vorsichtig sein, weil wir nur noch einen Dietrich. Und der ist abgebrochen direkt, natürlich. Die Truhe wird eine Tortur. Gebe ich zu. Der ist übrigens total sonderbar abgebrochen. Das macht gar keinen Sinn. Nochmal Rohstahl, Aquamarin, bisschen Gold. Und Orkwaffen. Der ist gerade abgebrochen, der Dietrich. Und das, obwohl es die richtige Kombination war. Das ist doch eigentlich, das geht doch gar nicht. Und noch dazu habe ich 60 Geschick. Beziehungsweise 81. Warum bricht der noch so oft ab? Das ist ja Beschiss. Ja, hier scheint der magische Wald zu Ende zu sein. Hier ist auch auf einer relativ großen Fläche erstmal gar nichts los. Und hier sind nochmal Maulrats. Eine Menge, Menge Maulrats. Da oben noch Blutfliegen. Wir wissen ja auch, dass die ihr Holzfällerlager weitestgehend zurückgestellt haben oder halt stillgelegt haben. Deswegen sind hier gar nicht so viele Ork-Gegner. Aber hier unten ist tatsächlich noch. Ist auch krass, ne? Die haben die Palisade hier genau bei dieser Höhle hier zusammenklabustert. Wir haben einen Schattenläufer vorne dran. Der mich nicht beeindruckt. So, und kommen wir hier rein. Crawler? Vermutlich.
Okay, auf jeden Fall einmal nach rechts. Jetzt ist es ja wieder so ein bisschen makaber, dass wir das hier knacken müssen. Das ist ungünstig. Mir wäre es lieber, wenn irgendwo ein Ork wäre, der einen Schlüssel dabei hat. Aber ich bin nicht in der Position, mir das auszusuchen. Okay, hat direkt geklappt. Zweimal rechts, zweimal links, einmal nach rechts und offen war der Spaß. Und drin befinden sich einfach nur vier Crawler-Krieger. Aber ansonsten gar nichts. Also einfach nur ein bisschen Gedöns. Sprich deren Loot und deren EP. Warum man dafür so ein Tor einbaut, ist mir zwar ein bisschen zweifelhaft. Und lässt das Ganze vom Schattenläufer irgendwie bewachen. Das sieht ein bisschen abstrus aus, aber soll mir egal sein. Hauptsache alles kaputtgeschlagen. Da bin ich schon zufrieden. Ja, von außen hat er so ein paar Texturfehler, aber auf der anderen Seite müsst ihr ja auch immer so denken. Die Texturfehler sind natürlich jetzt nicht groß bereinigt worden, wenn man halt die normale Palisade bedenkt, denn man soll ja gar nicht dahinter kommen. Also kann einem ja auch dann egal sein, wenn da hinten dann Texturfehler sind. Dürfte man ja theoretisch ignorieren. Es sind ja doch noch ein paar Orks. Guten Tag. Was geht? Ach du Scheiße. Okay, es sind nur fünf. Guten Tag. Nö, ist kein Problem. Schön, dass der eine ein Stück näher kommt. Willst du gucken, was hier passiert ist? Hättest sogar deine vier Kumpels mitnehmen können. Sofern hier nämlich kein Ork-Tempelkrieger ist, ist mir das relativ wurscht, wie viele hier auf uns zu marschieren. Wobei vielleicht jetzt keine 20 oder 30, aber da ist auch ein bisschen stärkeres Zeug noch. Sehe ich doch von hier. Da sind zwei Tempelkrieger noch. Das heißt, wir sollten erstmal die vier anderen hier platt machen. Schön, sind auch genau die vier angesprochen. Perfekt. Mensch, wäre das cool, wenn die komplett One-Hit wären. Aber das wird vielleicht der Fall sein, sobald wir unsere neue Waffe haben. Wir haben ja einige gute Gründe. Wir haben sogar wirklich einige gute Gründe, bald, bevor wir ins Sumpflager oder in das große Orklager zu gehen, dass wir da erstmal noch Lernpunkte investieren, neue Dietriche kaufen, eine Waffe schmieden lassen, Sachen verkaufen, wobei das jetzt gar nicht so hoch auf der Agenda steht. Ich glaube, hier könnte der Tempelkrieger schon mitmarschieren. Das sind sogar drei Stück. Sehr gut. Nur die zwei, perfekt. Die stehen ansonsten nämlich nur im Weg rum. Und stören uns. Da ist doch gerade eben noch eine Orkwaffe runtergeplumpst. Bin nicht blöd. Tatsächlich sogar sehr akkurat mit der Einstellung, dass wenn wir hier fertig sind, noch ein Level-Up kriegen. Weil da marschieren auf jeden Fall noch ungefähr 2000 EP rum. Das sind ganz schön viele Tempelkrieger. Weil für den Ernstfall hätten wir ja sogar noch ein paar Feuerregen, wobei ich das Gefühl habe, dass diese Penner so einen Feuerregen überleben könnten. Okay, das ist sehr ungünstig. So, einsam anderen, Freunde, einsam anderen. Können wir vielleicht ein paar müssen die irgendwo hängen bleiben oder so? Nein? Okay. Okay.
Theoretisch könnten wir hier so ein bisschen außen rumlaufen. Ich würde gerne die anderen looten. Die haben tatsächlich abgelassen? Was? Dann können wir natürlich das Wagnis eingehen. Süffle ich ein paar Tränke und gehe wieder drauf los. Hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich dachte eher, die bleiben jetzt am Ball. Jetzt kommt sogar nur einer auf uns zu. Deshalb können sie gar nicht laufen. Scheinbar kann man denen das Stamina einfach aus der Lunge ziehen, indem man die einfach ein bisschen auf Trab hält. Ich dachte, man muss die einfach irgendwie aus dem Radius rausbringen, aber gut, wenn es so geht, dann geht's halt so. Da drin ist entweder eine Elite oder der Anführer. Ich tippe eher auf den Anführer. Aber ich gucke erstmal, dass ich die hier alle abfange. Tempelkrieger sind platt. Sind die hier runtergefallen? Vermutlich, ne? Das war jetzt ein bisschen ungünstig. Der andere hockt sogar noch da unten drin. Eigentlich sind die Crawler schon weg. Das gibt da unten nur ein Riesenfiasko. Aber nett, wie er gewartet hat. Das Unschuldslamm da unten, ey. Okay, ich glaube drei oder vier Tempelkrieger. Ich glaube erst drei haben wir platt gemacht. Ein vierter müsste an der Seite wieder hochgelaufen sein. Soll mir recht sein, denn jetzt ist das Lager auf jeden Fall ein gutes Stück machbarer. Und die ganzen Blutfliegen entfernen. Das sind ja auch alles nur Störelemente. Und dann sehen wir mal. Sie noch so rummarschiert. Oder haben wir doch alle vier Tempelkrieger erwischt? Vielleicht waren es auch alle vier. Das könnte sein. Da ist auf jeden Fall unser Level ab. Der letzte Krieger, der hier noch rumlatscht. Da ist besagtes Level ab. 18.500 bis zum nächsten. 32 Lernpunkte, Level 36. Und die Krusch-Uroks, die hier in den Baumstümpfen stecken, sind nur dekorativer Art. Und da ist jetzt der letzte. Der letzte Ork hier. Ist es da? Ist es ein Anführer? Nee, ist nur eine Elite. Warum mir nur eine einzige Elite reingepackt wurde, aber dafür vier Tempelkrieger, erschließt sie mir jetzt nicht ganz. Aber es ist ja nicht mein Aufgabengebiet. Es ist nicht mein Ressort, ne? Taktisch für die Orks zu planen. Und hier war, oder wird natürlich, wie zu erwarten, noch eine Truhe sein. Hier liegt noch ein Trank. Und jetzt müssen wir mal hoffen, dass das hier was gibt. Es fängt an mit viermal nach links. Viermal nach rechts. Dann mindestens dreimal nach links wieder. Ne, sogar viermal. Okay, viermal nach links, viermal nach rechts. Viermal nach links. Und viermal nach rechts. Okay, krass. Der schwere Kriegerhelm. Und eine Menge Orkwaffen. Ob man die an irgendwen verkaufen kann, weiß ich nicht. Aber eine Menge goldene Ringe gesammelt. So, der Helm ist, glaube ich, nicht ganz so gut wie unserer. Das würde mich auch schwer wundern. Er ist auch schlechter als der Badenhelm, aber nur minimal. Aber wobei, beim Schutz vor Feuer merkt man es dann doch. Aber wobei, nee, ist 8. Ja, nee, ist halt ein bisschen schlechter. Aber der Helm zur Rüstung von eines Ork-Eliten ist zwar ein bisschen komisch. Soll vermutlich Ork-Jäger-Elite sein, aber egal. Das ist natürlich der heiße Scheiß. So. Jetzt ist hier das Holzfällerlager komplett kaputtgeschlagen.
Ich glaube, hier gibt es auch nichts mehr zu looten. Leider. Das heißt, das Haupt... Ah, natürlich, noch eine Truhe. Okay. Und weiter geht die wilde Fahrt. Okay, jetzt zweimal rechts, zweimal links, einmal rechts, einmal links. Ah, okay, schon offen, sehr gut. Ein schwerer Kriegshammer und der ist sogar von Monastir geweiht. 12 Segen und Kohle. Wie der jetzt von Monastir geweiht sein kann, erschließt sich mir nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass nach der Quest mit Monastir einfach alle Hämmer geweiht werden für den Fall, dass man halt dann vielleicht die Waffe nicht benutzen kann, wenn es halt irgend so ein schwerer Kriegshammer von den Orks ist oder so. Keine Ahnung. Aber es werden einfach präventiv alle geweiht, so, ne, damit auch keiner meckern kann. Damit sich keiner Sorgen machen kann. Und jetzt haben wir hier schon die ganzen Varane Richtung Sumpflager runter. Alles klar. Das heißt, an der Stelle würde ich sagen, decken wir uns jetzt erstmal wieder neue ein. Gehen direkt mal zu unseren Kumpels, den Jägern. So, war direkt einer von euch interessant? Ich glaube nicht. Lass mich mal durch. Harburg ist ja nicht mehr interessant für uns. Hier klingen wieder nur untote Geräusche umher. Hand, ich brauche mal ganz kurz hier. Ich habe hier Philipp Wolfsfelde, Wackfell. Davon gibt das Fell eines Orkhundes. Eine Ohr, sogar die Haut eines Schattenläufers. Ein Treufel, wenn mir mal einer weg. Gute Arbeit. So, damit haben wir jetzt auf einen Schlag fast 2000 Gold gemacht. Die Waffen hier sind uninteressant. Wir können dir verkaufen. Zonenschwert nicht. Aber eigentlich die beiden Schwerter. Die brauche ich nämlich nicht. Kriegsschwert, Rubinklinge. Jägerarm wieder, Doppelaxt. Schädelspicker. Grobes Kriegsbeil, grobes Schwert. Ich habe sogar ein ungeschärftes Schwert, was auch immer das wieder sein soll. Die Holzschilder können weg. Die coolen Schilder behalte ich ja, wie gesagt. Die Stöcke behalte ich. Beil brauchen wir maximal eins. Folteraxt kann weg. Alte Riesenmachete, Scheißdreck. Außer der, der hat einen Paladin. Zweihänder, gut, den brauchen wir auch nicht. Alte Streitaxt weg. Grobe Kriegsaxt weg. Lichtstab weg. Der Tod der Alten würde ich mal besitzen wollen weiterhin, aber der Zweihänder und die Schlachtaxt können weg. Das Problem ist nur, mit dem Tod der Alten, das ist halt die Waffe, die wir ausrüsten werden, sobald wir halt nochmal uns in eine Fleischwanze verwandeln und dann wieder zurück, sofern das überhaupt nochmal passiert. Assassine der Alten ist eigentlich richtiger Scheiß, weil der ist schlechter als der Kriegsbogen. Deswegen weg damit. Eichenbogen weg. Ork-Armbrust weg. Ach, Dominiks Armbrust, komm, was soll's, ist zwar Dominik sein, aber der ist eh tot. Weg damit. Normalerweise behalte ich sowas gerne, aber wozu? Jetzt haben wir 8000 Gold. Mal gespannt, wann wir da wieder was... Also theoretisch könnten wir das auch verheizen am Innos-Schrein. Fällt mir gerade mal so ein. Das könnte man tatsächlich tun. Jäger, Dral und Erak. Also die sind ja alle schön, alle zusammengepresst aufeinander. Den zu bestehlen wird noch schwierig. Ich muss kurz zu Louis. Und dann versuchen wir Erak nochmal zu beklauen. Und den Kurgan auch, damit das ein für alle Mal erledigt ist. Ich hoffe, mit Redford können wir auch noch sprechen. Jetzt verballern wir erstmal noch 10 Punkte in Geschick. Das passt. Haben wir jetzt auch 91. Mal gucken, ob wir jetzt einen Ork One-Hit plätten. So, Redford sitzt hier. Der Chris ist auch noch da, aber der ist nicht mehr relevant, wie es scheint. Und jetzt kaufen wir hier noch Dietriche. Und zwar... Ein Dietrich für ein Gold. Da lasse ich mich jetzt nicht lumpen und nehme mal 30 mit, weil das ist ja fast geschenkt. Akrobatik waren 5, ne? Ja, das lassen wir aber. Das glaube ich nicht, dass es, also dass es, wir das brauchen. Ich glaube, es gibt keine Situation, in der wir das benötigen. Wie jetzt zum Beispiel oben bei den... Bei der verlassenen Klosterruine, da hätte man es eventuell brauchen können.
Haben wir aber nicht gebraucht, insofern scheißegal. Fleischeintopf, den machen wir jetzt. Wenn du das... Was fehlt mir wieder an Zutaten? Haldemar, Waldemar, was? Rohes Fleisch? Ich habe keine Rübe, ne? Achso, die treffen sich einfach hier. Ich dachte schon, jetzt passiert hier irgendwas. Rüben, Rüben. Wer könnte Rüben haben? Da fehlt uns doch eine Rübe. Wir haben noch 12 Lernpunkte und ich glaube, diese 6 Punkte heizt sich noch, oder zumindest mal 3 heizt sich noch in Einhand. Dann könnte man noch Akrobatik lernen, wenn man das wollen würde, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das eine gute Idee wäre. Aber mittlerweile können wir theoretisch sogar Händler schon leer kaufen. Ich hole mir auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen was an Gegengift, weil kostet ja nur 10, also was soll's. Aber ansonsten hat er gar nichts Wertvolles. Wer konnte sich nochmal ein bisschen was an... Reine Lebensenergie macht übrigens gar keinen Sinn in der Mod, weil wir eh schon... Ach nee, das bringt nur 75%. Was, wirklich? Ich dachte, das bringt 100. Na gut, 75 ist ja auch nicht schlecht. Ah, das sind 75%, aber das ist ja fast volles Leben. Insofern passt das. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir hier weiter unsere Besorgungen. Dietriche haben wir, Sachen verkauft haben wir. Geschicklichkeit haben wir schon investiert. Jetzt müssen wir noch das Schwert machen lassen und noch ein bisschen in Einheit investieren. Das ist doch ein guter Plan. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.